Für den Teig benötigen wir Zucker und Vanillezucker, Mehl und Backpulver und Eier. Die Eier werden mit dem Zucker sehr cremig aufgeschlagen. Wenn die Masse dann ungefähr so aussieht, könnt ihr Mehl und Backpulver bereits miteinander vermischen und unter die Masse heben. Der Teig kommt dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech und wird bei 180 Grad etwa 20 Minuten gebacken. Wenn der Teig gebacken und bereits abgekühlt ist, könnt ihr euch einen Keksausstecher nehmen und Kreise ausstechen. Für die Füllung benötigen wir Wasser, Rum, Zitronensaft, Aprikosenmarmelade, die Reste von eurem Teig bzw. Löffel Biskuit und Nüsse, geschmolzene Schokolade und zum Glasieren habe ich hier fertige Punschglasur. Für die Füllung werden alle Zutaten gut miteinander vermengt. Die Hälfte der Kreise legt ihr am besten auf ein Backpapier und befüllt sie mit eurer Füllung. Ich habe mir die Füllung dazu in einen Spritzbeutel gefüllt, ihr könnt es aber natürlich auch mit den Händen machen. Wenn die Füllung dann auf den Kreisen drauf ist, wird sie noch ein bisschen zurechtgedrückt. Danach könnt ihr bereits den zweiten Teil eurer Kreise auf die Karpfen drücken. Damit das nach dem Andrücken wieder eine halbwegs ebene Fläche wird, könnt ihr das so wie ich machen und ein bisschen zwischen den Händen rollen.
Wenn ihr das mit allen Karpfen gemacht habt, könnt ihr sie bereits aprikotisieren. Dafür kocht ihr euch Aprikosenmarmelade einmal auf, gebt sie auf die Karpfen und bestreicht sie einmal komplett mit der Marmelade. Bevor dann die Punschglasur drauf kann, sollten die Karpfen für ca. 30 Minuten trocknen. Nach dem Trocknen kam bereits die Punschglasur drauf, dafür schmelzt ihr euch die Nachpackungsanleitung. Und mein Tipp an euch, glasiert Karpfen für Karpfen und nicht so wie ich, dass ihr gleich die Glasur auf alle Karpfen drauf gebt, denn die Glasur zieht relativ schnell an und ihr könnt dann nicht mehr den ganzen Karpfen ordentlich glasieren. Und das war's auch schon wieder. Das war jetzt das letzte Video vor Weihnachten. Deswegen wünsche ich euch schon frohe Weihnachten. Verbringt schöne Tage mit euren Familien und Freunden. Und ich hoffe, wir sehen uns nach Weihnachten wieder. Bis bald!